Naja, Sekunde. Ich will noch mal in die Stadt gehen, will noch mal gucken, ob ich da am Waffenhändler noch irgendwas machen kann. Wenn es denn sowas gibt. Krämerladen. Hier, Waffenladen. Ich habe noch nie so ein verrücktes Skillsystem gesehen wie hier. Oder Statussystem. Also das ist ja da. Wo ist der Waffenladen nochmal? Geradeaus und dann erstmal links. Aber was machen wir bloß? Nehmen wir die Flottenkäfer. Kann mir mal jemand erklären, kennst du das Kartenspiel, Blut? Ein Dank dem Fleißigen. Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Nur die besten Waren hier. Ich hab die schon die stärkste Klinge. Jederzeit wieder. Habe ich noch irgendwie? Ja, hier. Grüß dich, Junge. Was macht die Kunst? Warum kann ich meine getragenen Sachen nicht verkaufen. Bis Hä? Und alles gut. Hä? Und wo ist jetzt? Stab der Ewigkeit. Gebet. Ja. Ich brauche auf jeden Fall mehr Materia. Ich kann meine Sachen nicht verkaufen? Warum kann ich nicht gebrauchte Gegenstände nicht verkaufen? Herzlich willkommen. Sieh dich in Ruhe um. Hä? B
Besten Dank. Warum kann ich hier bei Waffenhändler keine Waffen verkaufen? Oder Rüstungen? Wo ist mein Geld? 20, ja toll, ich kann mich noch nicht mal ausruhen. Ich habe noch nicht so einen... Nee. Bei aller Liebe, aber... Finde ich ein bisschen extrem. Also ganz kompliziert. Ich will nicht Waffen... ich will den Scheiß verkaufen. Gibt's noch nicht mal, nicht mal Google sagt mir das. Das ist doch traurig. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Ich habe keine Ahnung, was ich... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum das nicht funktioniert. Warum sie ein Statussystem so komisch gesetzt haben, ich weiß es halt nicht. Wie der mich einfach mal mit der... Die Wölfe sind ja echt widerlich. Und ich hab's nicht auf schwer, ich hab's auf Standard. Komm, folgen wir erstmal diesem komischen Vieh. Aber Hauptsache sowas ist drin. Und Hauptsache Open World. Müll.
Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Vielleicht kannst du dort eine neue Anleitung finden. Du solltest das unbedingt untersuchen. Ich befürchte, wir müssen diese ganzen Kampfquesten alles machen, um uns irgendwie zu stärken. Das ist wahrscheinlich ein Stilmittel, dass die volle Welt irgendwie benutzt wird. Das Klettern sieht so unnatürlich dumm aus. Ja, das haben wir schon gesehen. Der Abschluss dieser Kampfmission würde einen aufschlussreichen Gewinn biologischer Daten mit sich bringen. Das Spiel sagt aber, ich bin einfach zu stark. Zusammen werden wir die Chocobuschel schaukeln. Oh, wei. Handelt sich um Habitate seltener Ungeheuer. Okay. Wir sollten hier äußerst vorsichtig sein. Seltene Bioratten-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Bioratten schützen sich vor potenziellen Feinden, indem sie einen übelriechenden Geruch absondern. So konnten sie sich stark vermehren. Einige seltene Exemplare greifen in Gruppen an und geben auf den Kontrollen zu dem ein hochgefährdetes Sekret ab. Damit können sie sogar große Tiere in die Welt verdunkeln. Da Bioratten sich im kleinen Körper überall hingelangen, steigt der Schaden in die Rolle von Jahr zu Jahr. Um dieser Frage Herr werden zu können, noch mehr Informationen über die Klappe. Kommt alle zurück und danke! Der Feind ist geschwächt. Was? Mache einen Gegner. Hab ich doch! Ey, was zum. Ich hab den doch schockanfällig gemacht. Bioratten schützen sich vor potenziellen Feinden, indem sie einen übelriechenden Geruch absondern. So können sie stark vermehren. Nur kein Übermann. Reifenden Gruppen an. Jetzt liegt es an dir. Da Bioratten und kleinen Körper überall hingelangt sind, steigt der Schaden, den sie verursachen, von Jahr zu Jahr. Um dieser Plage Herr werden zu können, müssen wir noch mehr Informationen über sie sammeln. Nimm das, der ist gefährlich! Die Gas muss sein! Geht so. Na gut. Sag mal, bin ich hier falsch abgebogen? Tatsächlich.
Jetzt muss ich den ganzen scheiß Berg hochlaufen. Irgendwie habe ich den Spielspaß ein wenig verloren. Lass mich mal. Farben ausgezeichnet. Alles geben. Es wird heiß, jetzt oder nie. Es wird kalt. Es ist noch nicht vorbei. Okay, das geht. Aber dieser Wolf ist echt übel. Ich finde es schade. Das ist, ich meine, bei Final Fantasy war es noch nie so, dass du mit normalen Schlägen richtig viel Damage gemacht hast, aber dass so komplett kein... Oder dass das so richtig assi versteckt ist, hatte ich noch nie. Aber wo will der kleine Vogel denn jetzt schon wieder hin? Achso, da hinten. Der will auch nur, dass wir die Chocobo-Dinger wieder aufbauen. Ich spiel was anderes. Vielleicht hast du... Ja, ich habe ja schon Bock drauf, aber... Dass es jetzt so assi versteckt ist und alles... Das wird sich auch nicht ändern. Das sind ja so die Sachen. Dann übernimm. Überlass das mir. Zack, hochschlag. Hopp, flieg. Es wird stürmisch. Los geht's. Hopp. Ja. Dieser Angriff ist doch scheiße. Der macht viel zu viel Damage. Ich darf hier nicht verlieren. Verbeste! Halt aus. Dieser Angriff darf, den darf es so nicht geben. Oh, Zui, halt dein Maul, ey. Ernsthaft. Ich hab mal versucht, nicht zu sterben. Schon mal beim Kacken versucht, nicht zu drücken. Wir haben es leider eilig. Hack! Hack!
Gibt's auch keine Tricks. Alles im Griff. Verdammt! Mach! Ist das alles? Darf ich auch mal ausweichen? Das ist doch Quatsch. Alles geben. Keine Schäfer. Es hagelt. Doch Quatsch. Nicht schlapp machen. Soll es also zu Ende sein? Es ist doch unglaublich. Doch so unglaublich. Die haben so viele verschiedene, so viele Sachen, wo man sich auf so einen Scheiß vorbereiten kann, haben sie einfach weggelassen. Voller Einsatz.
die Attacke von dem, die Feuerattacke von dem Grimwolf ist aber viel zu viel. Diese Attacke! Och nee, ey!
War ein etwas längeres Support-Ticket, Entschuldigung. Wie dumm. Ich bin im gleichen Level und er macht eine Attacke, die ich absolut, der ich absolut nicht ausweichen kann. Hä? Aus dem Weg. Ich bin bereit. Na gut. Jupp. Nicht übertreiben. Es ist doch so ein Müll. So ein verfickter Müll, ey. Eigentlich nicht. Ich spiele auf normal. Ich weiß nicht, warum der mit seinem Feuerangriff meine gesamte Truppe vernichten kann. Ich verstehe es nicht. Also wahrscheinlich wieder so, oh, wir wollen mit dem Boss Dark Souls kopieren. Oh, ho, ho. Der ist nicht schwach gegen Feuer. Natürlich, Aeris ist tot. Alles im Griff.
Alter, so ein hurengefickter Schwanzfurz, ey. Boah, nee, ey. Was hast du? Mein Geruchssinn ist nicht mehr der, der er mal war.